Ja, meine Damen und Herren, hier da mal frisch rein. Wir haben soeben einen Anruf bekommen. Ja, und den müssen wir doch mal erklären. Und wir haben den Anrufer gebeten, doch eigentlich auch mal in unser Studio zu kommen und uns zu sagen, was ihm da passiert ist. Und dafür einmal Ton ab, na also, es geht doch wunderbar. Also, ich habe Sie mal gebeten. Sie haben mir doch da was ganz Schreckliches erzählt am Telefon. Ja, und das wollen Sie mir dann hier nochmal jetzt direkt im Studio erzählen, dass die Leute draußen am Kanal das auch mal mitbekommen, was da mit Ihnen jetzt passiert ist, ja. Ja, ich habe mich auf das eingestellt, dass ich einen Artikel in der Zeitung gelesen habe. Ja, was haben Sie denn da gelesen? Ja, das war, ich wollte auch dazu auffordern, bin zu einer Demo gelaufen, ja, und dann stand ich mit einem Schild und habe gesagt, das muss enteignet werden. Die Besitzer von diese Vermieter, die müssen alle enteignet werden. Ja, und dann bin ich nach Hause gelaufen und dann habe ich in meinen Briefkasten geguckt und dann bin ich aus meiner Atelierwohnung unterm Dach, da bin ich sofort rausgeflogen. Und mein Vermieter hat darauf geschrieben, wenn du nochmal rausgehst und sowas, da berichtest, da, dass ich enteignet werden soll, dann, ja, dann geht es demnächst dein Bruder, der wohnt ja auch noch in dem Haus, dann geht es dem auch an den Kragen. Ja, das ist ja nicht wahr. Wie kann man denn sowas machen? Das ist doch einfach, ja, also jetzt hat er sie ja wohnlich enteignet. Sind sie jetzt wohnungslos? Stehen sie auf der Straße? Ja, das ist doch nun mal so. Ich muss mir jetzt eine neue Bleibe suchen. Nur. Ja, aber da hätten sie auch mal überlegen müssen. Ne? Sie müssen auch mal überlegen, wenn Sie nehmen auch die Berufsgrundlage und das und die Lebensexistenz Ihres Verwalters und der Sie da was vermietet, warum wollen Sie denen das zunichte machen? Ne? Da müssen Sie auch mal überlegen. Ne? Ja, das habe ich ja gar nicht bedacht. Ich habe ja gedacht, das mit der Enteignung, das ist. Ja, sehen Sie, jetzt sind Sie enteignet. Jetzt haben Sie nicht mal mehr eine Bleibe, ja? Als solches mietenteignet sind Sie jetzt, ne? Das wissen Sie ja nun. Das ist Ihnen das passiert, ja? Was soll ich jetzt machen? Ja, das ist, wenn Sie so eine dumme Politik machen, müssen Sie auch für sie bluten. Das ist dann nun mal so. Ja, aber bin ich ja jetzt hierher gekommen und mich hier, da mache ich mich ja lächerlich. Ja, das ist doch nicht so gut, der Mann. Nun beruhigen Sie sich doch mal. Schauen Sie sich nach eine neue Wohnung um und dann ist alles wieder gut. Ja, mache ich das mal. Ja, ich gebe Ihnen da mal eine Adresse. Ich glaube, ich habe da mal was. Hier, das ist irgendwas. Das ist so Werbung. Da findet man Wohnung, ja? Das kann ich Ihnen sagen. Suchen Sie sich was Neues, ne? Ja, das will ich jetzt auch machen, ja. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Rufen Sie dazu auf, zu dieses oder jenes. Ja, dann stehen Sie natürlich auch. Sie sitzen zwischen zwei Stühle. Passen Sie auf, was Sie da erzählen. Ja? Es gibt auch schwere Zeiten eventuell. Da weiß man nicht immer so, was man da so sagt. Ne? Ja, wir sind ja Berliner und sagen immer irgendwie sowas so. Leben und leben lassen. Ja, alles nicht so einfach. Ja, werden Sie älter, denken Sie nach, lernen Sie. Ja, das können wir Ihnen sagen. Bleiben Sie uns wohl auf. Ja, und ja, alles immer den Ball flach halten immer und so. Ja, es kommen bestimmt bald bessere Zeiten. So ist es nun einmal. Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.